Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Und ja, ich würde sagen, machen wir weiter, oder? Fangen wir nach hinten. Ich glaube, zwei haben wir schon gefunden. Da ist der dritte. Hallo. Okay, das lesen wir nachher. Die Erzählung vom Schweigen. Alles klar. Dann laufen wir nach oben. Hey, da ist sicher einer gelaufen, oder? Hallo. Ich hab mir gedacht, hier gibt es auch Kämpfe. Oder irre ich mich da? Die Erzählung vom Anfang. Alles klar. Dann gehen wir da nach hinten. Und da ist noch ein Nirr. Die Erzählung vom Heldentum. Die Kriegerinnen, ich hab das nicht gehört. So, da. Hä? Ihr könnt schwören, dass es hier noch Kämpfe gab. Und das war gerade meine Mutter, die fragte, wie viel ich essen mag. Wie, Feuerer, nicht Feuer. Was ist das jetzt? Aha. Boah, 89 Schaden macht das. Und die sind schon so kleine Brocken stärker. Ah, fast Level up. Und was? 33.000 Level. Springen! Ich will diese Kiste! Hallo Kiste! Hallo! Mysteriumreich! Den haben wir schon genügend! Oder? Haben wir denn genügend? Ja, dann haben wir viel genug! Zu genug, um genau zu sagen. Apotheke ist fertig, ist mir gar nicht aufgefallen. Dann lernen wir mal Auto Potion. Und ja, das wird eh gelernt. Nein, ich will da rauf. So. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Hallo? Ist es dir also gelungen, alle zu finden? Jetzt erzähl mir deine Geschichte. Aber Vorsicht! Die Geschichte besteht in Wirklichkeit aus 4 Kapiteln. Okay, dann fangen wir mal an, oder? Also, als erstes beginnt man natürlich mit dem Anfang. Dann kommt... nicht schweigen. Kooperieren. Dann kommt Schweigen. Und zu guter Letzt ist es eigentlich ganz egal, ob man jetzt Heldentum nimmt oder Mensch sein. Es bleibt sich alles gleich. Also man kommt trotzdem weiter. Und wir machen jetzt eine Miste. Und du bist weg. Menschsein verliert. Wir nehmen Heldentum. Nun, dann lass mich deine Geschichte erzählen. Zu einer Zeit, als die 30 Kleinstaaten sich gegen
So Leute, jetzt war ich ganz schnell weg. Aber jetzt habe ich den Faden verloren, wo ich aufgehört habe. Naja, fangen wir halt noch mal an. Zu einer Zeit, als die 33 Kleinstaaten sich gegen das Kaiserreich auflehnten, lebte König Josef mit seiner Tochter in einer kleinen Stadt. Eines Abends bat ihn ein flüchtiger Offizier um Hilfe. Josef willigte ein und sie machten sich mit einem kleinen Trupp auf den Weg und fanden Zuflucht in einer Höhle. Um in das Schloss des Kaisers eindringen zu können, galt es, die Glocke der Amaterasu zu finden. In den Tiefen der Höhle besiegten sie Adamantaimai und ergatterten die legendäre Glocke. Auf ihrem Rückweg wurden sie in einen Hinterhalt gelockt, aus dem sie nur entkamen, weil Josef sein Leben opferte. Der Offizier verließ später die Stadt, ohne der Tochter Chanel ein Wort zu sagen, die immer noch auf die Rückkehr ihres Vaters wartet. Historiker belegen, ob der Steinschlag ein Hinterhalt war oder nicht, das ändert nichts an der Tatsache, dass die Tochter ihren Vater verloren hat. Folglich zeugt die Geschichte von der Heldenhaftigkeit des Offiziers, der im Schweigen gehüllt die Stadt verließ. Denn es entscheidet die Nachwelt über die Heldenhaftigkeit Josefs. Ja, das sind die 4 Kapitel. Eine letzte Frage, mein Kind. Aus welchem Grund hast du der Erzählung des Helden das Ende Heldentum gegeben? Nur jemand mit konsequenter Handlungsweise wird meines Erachtens von den Menschen akzeptiert und respektiert. Ist es eine alte Legende über einen großen Helden, so muss er mit seiner damaligen Handlungsweise dieser Legende gerecht geworden sein. Deine persönliche und ehrliche Meinung möchte ich hören, mein Kind. Meine ehrliche Meinung? Auch jetzt, wo ich so weit von meinem Volk entfernt bin, habe ich es doch nie vergessen. Deine Seele ist erfüllt von Schmerz und Trauer. Wenn dieser Schmerz durch das Wiedererlangen der Beschwörungsmagie gelindert wird, so solltest du meine Seele erhalten. Hab vielen Dank. Viele Wege führen zum Ziel, aber verliere deinen eigenen nicht aus den Augen, mein Kind. Ja, mein Kind, würde Otto sagen. Und einen Pediot erhalten, das ist unser erster Edelstein. Jetzt kann ich bestimmen. Also, auf nach Limplum. Lili, jetzt hast du es auf einmal so eilig, oder wie? Hey Opa, bist echt schon weg? Was heißt du? Ich wollte nur mal fragen, warum wir uns dieses Spielchen hat spielen lassen. Ein einfacher Mensch oder Held. Das ist doch etwas, was die Nachwelt nach Belieben bestimmt. Wie soll ich sagen? Es ist ja wohl egal, wie sehr man über etwas grübelt, denn die Nachwelt denkt sich sowieso ihren eigenen Teil. Ich glaube, Opa Ramu hätte sich so oder so Lilly angeschlossen, egal welche Wahl sie getroffen hätte. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Bernie, Pfiffi, nun komm schon! Lilly, wir kommen. Genau so ist es. Unabhängig davon, was die Nachwelt erzählt, wichtig ist die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Ihr ist es wahrscheinlich nicht bewusst, aber ihr tiefer Wunsch, ihre Beschwörungsmagie wiederzuerlangen, der ging ihr bereits in Erfüllung, als sie nach meiner 5 Doppelgänger suchte. Sie hat ihre ursprüngliche Kraft, Bestie zu beschwören, wiedererlangt. Je nach Willen des Beschwörers können die Bestie zu Göttern oder zu Werkzeugen des Bösen werden. Ihre
Denkweise erfolgt nach Flexibilität. Aber ihre große Hoffnung macht sie meiner Herren würdig. Ich werde sie auf ihren Pfad der Hoffnung behüten. Die Freundschaft mit euch ist in ihren Herzen zu einer unabdringbaren herangewachsen. Helft ihr, ihr Ziel zu erreichen. Machen wir. Aber sicher doch, klar doch. Nichts wie los, Fifi. Seht doch, Schloss Lindblum. Oh, sieht ziemlich, boah, hört das schön aus. Bernie, hier kommen wir nicht mehr hoch, wenn wir einmal runtergesprungen sind. Sofort runter. Was machen wir denn noch in dieser öden Gasse da? Bernie? Ja, mein Kind. Ich möchte meine Beschwörungsmagie allen so gut es geht helfen. Keine Sorge, Lilly, du schaffst das bestimmt. Bernie? Was ist denn, Fifi? Das ist doch... die rote Rose. Uh-oh. Ich bin sehr leise. Mein Gott. Rane, du elendige, fette Elefantenkuh. Diese Lichter, das sind Teleporter. Die Schwarzmager werden direkt ins Schloss transportiert. Slayer wurde danach von einer Bestie heimgesucht und völlig in Schutt und Asche gelegt. Nein, Mutter, das kann nicht sein. Bitte nicht. Mutter! Lilly, warte! Warte doch auf uns. Oh mein Gott. Das ist die Bestie Atmos. Egal ob Freund oder Feind, es wird eingesogen. Blöde, fette Elefantenkuh. Gott, diese fette Elefantenkuh. Ziemlich ruhig. Mutter, wie konntest du nur? Sogar Lindblum hast du. Seid auf der Hut. Sie sind vielleicht noch da. Fifi, du versteckst dich besser hier. Aber ich habe Angst, ich will nicht. In der Stadt wimmelt es nur so von Alexandra-Soldaten. Das sollte ein Schwarzmagier wie du vielleicht nicht unbedingt frei herumlaufen. Ja. Keine Panik, wir kommen ja auch gleich wieder. Entschuldige bitte, Fifi. Ich verstehe schon. Aber ihr kommt wirklich gleich wieder, ja?
Ja, Leute, und wir werden hier jetzt einen kleinen Cut machen und sehen uns dann in der nächsten Folge. Let's play Final Fantasy 9. Leute, bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.